Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Folge 3 von Frontlines Fürlefor. Und wir sind jetzt auf einer Sniper-Mission tief hinter feindlichen Linien in Tadschikistan. Na, hoffentlich hat uns der Feind nicht gesehen. Black Halo, this is Command. Insertion on target. You are in the AO. We need you to recon the small mountain village ahead. Intel reports the Chinese use this mountain pass to send their tanks against us in Turkmenistan. Hostiles are unaware of your presence, but we've detected several enemy recon teams on patrol. Eliminate the three outlying guard posts. They are marked on your HUD. Na gut. Das ist leider die einzige Mission, die so ist. Alle anderen Missionen sind wieder mit viel Gefecht und vielen Einheiten. Wobei, hier kommen später auch noch andere Einheiten dazu. Aber jetzt am Anfang ist es zumindest mal ein bisschen einsamer. Na, ich hätte gerne geschossen. Wie der Hut immer fliegt. Bewachst du deinen Kumpel, der gerade auf dem Scheißhaus sitzt? Wo kam jetzt das her? Das war doch ein bisschen fahrlässig. Ach, ganz oben. Wo sind die? Jetzt bleib halt mal stehen oder beweg dich so, wie ein Mensch sich bewegt. Guten Tag, Leute. Thank you.
Ist auch die einzige, der einzige Level, die einzige Mission mit Shotgun. Oh, sie haben mich gesehen. Ich wollte die Drohne hier benutzen, die Panzerdrohne. Oh, ich glaube, ich muss erstmal hier den Scharfschützen abknallen. Beweg dich wie ein Mensch. Nicht wie eine scheiß KI. Nicht bemerkenswert anscheinend nicht. Nur die Drohne ist das Einzige, auf das sie schießen. Nur einen. Das ist ein bisschen wenig Ausbeute. Es ist schön, wie die Drohne einfach alles niederwalzt. Die ganzen verschanzten Gegner hier. Keine Chance.
Oh, ja, ist ja gut, ist ja gut. Changing Posture, Airstrike Scope. Ja. Alles noch in Erinnerung. Zweiter Teil der Mission. Und jetzt kriegen wir ein paar Mitstreiter. Ja, und ich krieg das chinesische Pendant zu meinem Scharfschützengewehr. Kommt ihr mit oder muss ich euch hier lassen? Warum habe ich jetzt das Scharfschützengewehr nicht mehr? Ich meine, das die Schrotflinte. Sind da von links. So, jetzt kriegen wir sogar eine Railgun. Die können wir später benutzen. Die ist sehr wichtig gleich. Jetzt, nee, das war der Typ mit dem Raketenwerfer. Bringt nichts. Man kommt nicht durch diese Panzerung durch.
So, und jetzt bauen wir hier mal die Railgun auf. Jetzt schießt halt mal. Okay, der ist gepanzert. Seid ihr mal tot? Gut, das war weniger mein Ziel. Ich habe gar nicht gesehen, dass die da mit den Raketenwerfern standen. Jetzt. Schöne ist, dass sie es nicht schaffen, an den Wracks vorbeizufahren.
Oh, Panzer. Oh, noch ein Panzer. Ich habe aber keinen Strike mehr. Hahaha, die Railgun ist schon gut. Haha, geklaut. Ah, da sind ja noch mehr. Gucken wir mal. Noch mehr Precision Strikes. Ein einzelner, einsamer, feindlicher Soldat. Ah, ich höre da nach hinten noch irgendwas. Ich glaube, das war's. Aber jetzt müssen wir jetzt noch 1,5 Minuten warten. So. Ja, dann stellen wir das Bier kalt und schmeißen den Grill an. Ja, sehr gut programmiert, diese Stelle. Das kann es jetzt nicht wirklich sein. Ist hier noch irgendwo ein Feind oder warum geht's nicht weiter? Ich gehe mal ein bisschen erkunden, ob da noch irgendwo was ist. Ah, da ist noch einer. Satellite shows enemy forces as eliminated or dispersed. Congratulations, stray dogs. You just might have turned this war in our favor. Na gut. Haben wir halt eine Minute nichts getan. Bisschen Achtsamkeitsübung gemacht. That is affirmative. We have your location in the grid and are confirming your report. All Red Star armor in the valley eliminated. This is an extraordinary victory for the coalition, men. Our Southern Armor Companies will now be free to
were traversing the Badlands in Kazakhstan when Coalition Command made a gutsy call to send troops north, across the Russian border. This was the day I heard about the murderous rioting back home. Deaths in the thousands. People grew tired of the years of bread lines, water shortages, constant blackouts. The blackouts made night in the cities a swarm of anarchy. Once night fell, you didn't dare leave your house without a death wish. Society had gotten so used to constant electricity that when it failed, the darkness drove people mad. You might think we'd start to adapt, but so far it had just kept getting worse. When I was a kid, there was an old book my grandfather read to me once. It was about some children that went mad when stranded on an island. It said that without a structured society, human beings would return to savagery. Well, it seems that the author was right, because society was crumbling all around us. And that day in the Kazakhstan Badlands, all the rules of engagement crumbled right along with it. Ich glaube, das Buch, das gerade eben angesprochen wurde im Trailer, ist Herr der Fliegen. Das gibt's wirklich und das beschreibt genau das, was er sagt. Graveyard. Ja, wir machen hier eine Pause. Bis zum nächsten Mal bei Frontlines 404. Dann geht's weiter in Nordkasachstan. Bis dann. Ciao.